Er suchte, wie er einmal schrieb, in den Landschaften der Lüge nach Wahrheit. Jürgen Fuchs. Gestorben am 10. Mai dieses Jahres, beerdigt am vergangenen Sonnabend auf dem Heidefriedhof in Berlin. Hunderte DDR-Bürgerrechtler sind gekommen, um dem Schriftsteller und Psychologen die letzte Ehre zu erweisen. Fuchs, ein enger Freund Wolf Biermanns und wie dieser ein erbitterter Gegner des DDR-Regimes, starb mit 49 Jahren an Blutkrebs. Ich glaube nicht an Gott. Dennoch drängt sich beim Tod eines solchen Menschen auf, ob dieser Tod Gott gemacht oder menschengemacht ist. Fuchs, in den Tod getrieben von der Stasi? Fest steht, dass die Krankheit, eine immer tödlich verlaufene Form des Blutkrebses, ihn in 3 Jahren dahinraffte. Asche zu Asche, Staub zum Staub. Er ist nicht der einzige DDR-Oppositionelle, der nach der Wende an Krebs starb. Auch der Regimekritiker Rudolf Barrow und der Liedermacher Gerolf Panach erlagen in den letzten 2 Jahren einem bösartigen Tumor. Und alle 3 saßen längere Zeit in Stasihaft. Fuchs gehörte zum radikalen Kern der DDR-Opposition, war befreundet mit Robert Havemann und ein Hauptfeind der DDR. Wie Partei und Staatssicherheit ihn heimlich bearbeiteten, fand er 1990 in seinen Stasi-Akten. Vor allem Maßnahmenpläne, wo in einer sehr destruktiven Sprache, ja, ich möchte fast sagen, in der Sprache des Unmenschen, das ist auch auf Deutsch formuliert, sowohl Autosabotage als auch versuchtes Zersetzen und Zerstören von Familien, als auch Angriffe in die Privatsphäre, Vorbereitung von konspirativen Wohnungsdurchsuchungen vorbereitet wurden. Das ist natürlich äußerst interessant, weil es Daten über ihre Taten sind. Nach Protesten gegen die Ausbürgerung Biermanns saß Fuchs 1976 im Stasi-Knast Berlin-Hohenschönhausen. Unklar ist bis heute, was mit ihm dort geschah. Freunde und die Familie haben einen schrecklichen Verdacht. Ich habe vor 3 Tagen mit Lilo Fuchs und der Tochter Lili Fuchs gesprochen. Beide versicherten mir nochmal, dass es einen ganz klaren Zusammenhang zwischen der Krankheit von Jürgen Fuchs und seinem Haftaufenthalt in Schönhausen gibt. Worauf begründet sich das? Er hat uns schon im Jahr 96 gesagt, dass er ganz stark vermutet, dass er dort irgendwie mit einer Dosis Strahlen in Berührung kam. Dass praktisch das der Auslöser seiner schweren Krankheit war. Eindeutige Belege sind in den Akten nicht zu finden, doch es gibt Indizien. So erstellte die Stasi die sogenannte Toxtat-Studie, in der über die Schädigung durch Beibringung radioaktiver Stoffe referiert wird. Von Radionukliden wie Uran, Cäsium und Kobalt ist da die Rede. Vorteil derartiger Substanzen sei, Zitat, ein hohes Verschleierungsvermögen. Die Auswirkungen seien verheerend. Eine entsprechende Dosierung führe zu Knochenmarkschäden und Krebs. Über eine tatsächliche Anwendung findet sich in den Akten jedoch nichts. Indizien für den Einsatz von Röntgenstrahlen wurden in Gera entdeckt. In den 70er Jahren saßen hier Aktivisten der Jenaer Friedensbewegung im Stasi-Untersuchungsgefängnis. So Frank Rupp, festgenommen 1983 wegen staatsfeindlicher Hetze. Nach seiner Verhaftung wurde er in einen unscheinbaren Raum gebracht. Dieser Raum war der Fotoraum und wir wurden hier hingeführt, beziehungsweise ich wurde hier hingeführt mit zur fotografischen Darstellung. Ja, Sie sehen hier in der Akte ein Foto nach rechts gekehrt und es gibt mehrere Fotos. Also wir wurden hier auf einen Stuhl gesetzt und fotografiert. Der Stuhl ist natürlich nicht mehr der gleiche. Bis zum Untergang der DDR werden hier einige Dutzend Oppositionelle fotografiert. Nach der Wende inspizieren Mitglieder des Bürgerkomitees den Stasi-Knast und stoßen auf eine seltsame Apparatur hinter dem Vorhang. Wir haben hier ein verstecktes, von vorne nicht zu sehendes Röntgengerät gefunden. Das ist hier auf dem Bild zu sehen. Das ist von dem Tag damals. Das war, wo stand das? Hier hinten stand das, ziemlich weit an der Wand stand das. Ein großer Metallkasten und der hatte 2 Schiebetüren. Eine Schiebetür hier zur Seite hin, da konnte man das Gerät bedienen, den Strahler, der drinnen stand. Und eine Tür war offen gewesen und zeigte hier auf den Stuhl, der früher mal hier gewesen ist, wo die Leute, die zur erkennungsdienstlichen Behandlung saßen, festgeschnallt worden sind. Unmittelbar hinter dem Stuhl in Kopfhöhe ausgerichtet der Strahler des Röntgengerätes, nur verdeckt von dem Vorhang und einem Schild aus Pappe. Ehemalige Stasi-Mitarbeiter wollen sich zu dem Röntgengerät auf dem Foto nur ungern äußern. Na, Bernd. Thomas Heise von Spiegel TV, ich wollte Ihnen mal was zeigen. Ob Sie das kennen? Wir waren dafür verantwortlich.
In dem Fotografierzimmer. Wissen Sie, warum das da stand? Das wurde geröntgt. Ja, was wurde da geröntgt? Ja, die Menschen wurden geröntgt. Warum? Ja, warum? Ja, aber es war doch gar kein Monitor da. Damit konnte man doch gar nicht röntgen. Herr Bohn. Bereits in den 60er Jahren starb ein Regimegegner, der in der Untersuchungshaftanstalt Gera gesessen hatte, an Krebs. Der 28-jährige Kaufmann Heinz Redlich saß seit dem 11.03.1955 im Gefängnis und wurde im Juni desselben Jahres zu 9 Jahren Haft wegen Boykotthetze verurteilt. Als ich dort war, ihn besuchen durfte, dann, wie gesagt, da war wie aufgeblasen. Wirklich wie ein Luftballon, so war der ganze Mann war aufgeblasen. Haben Sie ihn gefragt? Was ist los? Ja, habe ich. Und da haben sie mir gesagt, das liegt an der guten Ernährung. Und das glaube ich nicht. Denn 56, da gab es keine gute Ernährung. In seiner Stasi-Akte findet sich kein Hinweis auf eine Krankheit. Nach über 5 Jahren Haft wird er entlassen und stirbt 1966. Sie haben mir nur gesagt, der Dr. Stefan, es ist eine Leukämie. Und wo die herkommt? Hatten seine Eltern sowas? Nein. In der Familie niemand? Nein, keiner. Ich sag, der Onkel, die sind alle alt geworden, waren alle in der 80. Wir wollten uns erzählen, dass wir jetzt so ein Ding hatten, um Menschen irgendwie zu bestrahlen. Das ist doch Quatsch. Warum ist das Quatsch? Na, warum? Die Stasi hat so einiges gemacht. Ach, mir ist nicht bekannt. Was bleibt 10 Jahre nach dem Untergang der DDR, ist die Suche nach der Wahrheit.